Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within. Tja, wir sind immer noch in diesem offenen Kriegsgebiet, weil ich erstmal herausfinden musste, was wir eigentlich tun müssen. Und zwar habe ich jetzt so eine Ahnung, obwohl die eigentlich offensichtlich war. Wir müssen diese Stellungen, aus denen die ständig schießen hier mit ihren komischen Nägeln, die müssen wir alle vernichten. Restlos. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Ja, darauf hätte ich mal eher hören sollen. Hättest du mir mal erklären sollen, wie du das genau meinst. So, die hätten wir. So, Scharfschützengewehr ausrüsten. Und jetzt diese Dinger da. Die müssen weg. Und zwar so dauerhaft. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ja, darauf hätte ich auch eher hören sollen. Ich höre sehr selten zu. Ah, der da, alles klar. Wenn man die nämlich wirklich komplett ausschaltet, fallen die Dinger sogar runter. Okay, der ist auch weg. Hoffe ich zumindest. Ja, der fällt runter. Sehr schön. Gut, jetzt sind nur noch zwei Stück. Das Problem ist, dass die hier mit der Zeit dann auftauchen, ja, und dann nerven. Eigentlich könnte sich Joseph um die kümmern. Los, Joseph, versuch's. Ah, an den komme ich nicht so gut ran. Shit. Aber ich habe mal erwischt, sehr schön. Okay, es ist nur noch eins da. Keine Ahnung, was das hier für ein Geräusch ist, aber. Bist du okay? Nein, zufällig nicht. Lasst mich in Ruhe. Los, weg hier, weg hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, was haben wir hier? Eine Flasche? Man muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht umzingeln lässt von diesen Dreckschweinen. Und jetzt muss ich rausfinden, auf welcher Position der anfängt zu schießen. Könnt mir vorstellen, dass es hier unten ist, aber. Wieder an zu ballern. So, ich versuch's mal von hier. Ja, man sollte ihn auch sehen. Jetzt komm schon, komm schon. Gut. Bäh. Lass mich in Ruhe. Erledigt. Wow. Okay, sämtliche Türen sind zu. Oh nein. Nein! Nicht wieder so ein Kettensägentyp. Ey, ihr habt doch eine Macke. Lass mich in Ruhe. Okay, danke, dass du den erledigt hast, aber. Nein! Und außerdem noch alle Türen zu, du. So. Leave me alone. Oh. Alter Verwalter. Okay. Die Geschütze auszuschalten ist nicht das Problem. Es ist dieser Drecksack, der da auf einmal rauskommt. Mann. Na toll.
Na los, nächster Versuch. Oh Mann. Zum Glück gab es hier einen Kontrollpunkt, als ich es geschafft hatte. Ja, die Dinger sind weg. Gut. Und ich bin jetzt außerhalb dieses Gebiets. Das heißt, ich kann mal ein bisschen noch das Gebiet. Ja. Nein, kann ich nicht. Ist der Typ schon unterwegs? Nee. Ich wollte sagen, ich kann es jetzt hier ein bisschen auskundschaften, noch ein bisschen was einsacken, bevor ich den Typ in die Arme laufe. Wahrscheinlich war es Pech, dass ich bei dem letzten noch mitten in dem Gebiet stand. Okay. Dann wollen wir das doch mal richtig in die Hand nehmen. Aber irgendwie glaube ich, entweder gibt es hier nur sehr wenig oder ich finde es nicht, was es hier gibt. Aha, hier sind Kisten. Wo? Ah doch, hier ist was drin. Zwar nicht besonders viel, aber besser als Fritten aus der Mülltonne. Ich weiß nicht, ob ich hier den Hebel drücken sollte und ich glaube eher nicht. Beim letzten Mal kamen da diese Dreckschweine raus. Ja, können wir uns wenigstens noch ein paar Geschosse für die Armbrust machen. Ja, den Zaun solltest du jetzt nicht zerkloppen, du solltest die Munition nehmen. Aber nachladen können wir ja trotzdem schon, auch wenn ich die Waffe gleich wechsle. So, hier unten sind unsere Granaten. Keine Spritzen mehr. Na gut, dann nehmen wir erstmal die Granaten auf. Die linke. Okay, da haben wir noch so ein Fass. Aber die Tür geht zu, wenn wir uns da reingehen. Ach, was soll's. Mehr als schief gehen kann's nicht. Und doch lieber die Pistole. Und ich bin mal gespannt, ob ich dieses Fass hier irgendwie damit reinkicken kann. Komm, brauch dich da drin. Na, komm. Dafür, dass da so viel Benzin drin sein soll, das ist es ganz schön leicht zu bewegen. Okay. Gut, das hätten wir drin. Na, mal sehen. Jetzt kommt der Drecksack. Los, komm her! Hornochse. Ja, bringt dich das zur Raison? Nicht mal im Ansatz. Reagiert eher genervt darauf. Ja, das war nix. Gut. Na, falscher. Autsch. Autsch. Rüber runter. Boah. Dreck. Schwein. Ach, Leute, es ist immer noch fast dieselbe Stelle wie sonst wo. Von der letzten Folge noch. Ich hoffe, das Vieh sehen wir nicht wieder. Es ist doch nur in Anführungsstrichen Kettensägen, Mann. Na schön. Na gut, na schön. Ich hab eine Vorstellung, was ich mache. Erstmal wieder das Zeug einsammeln, was ich gerade hatte. Komm, Sebastian, schneller. So, hier nochmal runter. Hopp. Zerschlagen trotzdem nochmal das Zeug. Ah, hier. Ah.
So. Mit dem Zeug werde ich mir jetzt erstmal ein paar Bolzen herstellen. Das Ding nachladen. Und das kommt nach links. Oder rechts besser wäre. So. Halt. Bolzen, Bolzen. So. Was machen wir uns Schönes? Was haben wir hier gerade? Blendbolzen, Harpune, Brand, und Giftbolzen. Ja, ich wäre eher für diese explosiven Dinger. So. Armbrust auch auf den linken Button. So. Nee, andere Waffe. Oh Mann. Die Stimme ist noch nicht ganz da. Klingt widerlich. So, dummes Ding. Mehr hier. Schaden hast du ja immerhin gemacht. Komm. Na komm schon. So. Okay, da ist er schon. Komm, renn schön rein, du Idiot. Au. 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 Hat mich leider auch erwischt. Okay. Ja, willst du noch mehr davon? Hab ich. Okay, den kratzt das nicht wirklich. Okay. Ach. Gut. Aber sein Körper Vorsichtig. verschwindet wieder. Das könnte voll mit denen sein. 5000 wieder, hm? Ja. Könnte voll mit denen sein. Joseph, wenn du schon reinrennst, okay. Also irgendwas ist hier drin, eindeutig. Was rumort hier? Der Aufzug steckt oben Ach fest. so, alles klar. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Ich höre Musik. Vielleicht komme ich jetzt an den Schlüssel der einen Statue ran, die ich schon abgeknallt habe. Das also hat ihn blockiert. Was denn? Ah. Eine Leiche. Aber erstmal werde ich dich heilen, ne? So. So, bevor ich mich hier um den hier kümmere, gehe ich noch weiter nach oben. Joseph, geh mal aus dem Weg. So, kann ich gar nicht. Ich muss den Aufzug nehmen. Schade. Naja. Gehe ich aber trotzdem erstmal hier rein. Ja, noch ein bisschen Gel. Und eine neue Seite seines Tagebuchs. 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtige, was ich hier tue. Mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Verstehe. Gut, wieder in dieses kranke Gebiet von der komischen Krankenschwester.
ist die Tussi? Nirgends. Bilder können wir uns nicht ansehen. Ja. Gut. Dann das alte Prozedere. Kein Schlüssel. Okay. Das kommt jetzt ein bisschen blöd. Aber gut. Werden wir uns eben nur auf den Stuhl setzen. Zwar sind 6600 nicht gerade viel, aber vielleicht können wir ein bisschen was machen. Okay. Fitness. Sprintdauer wäre vielleicht mal nicht schlecht. Mann. Wie immer, wenn ich hier bin, weiß ich kaum, was ich tun soll. Genauigkeit. Halt. Ach, Scharfschützengewehr kann auch noch verbessert werden. Herrlich. Spanngeschwindigkeit, Reichweite. Uff. Ne. Reserve. Granaten. Oje. Ist mir alles zu teuer hier. Granaten wäre vielleicht nicht schlecht, aber Ballenbolzen. Boah. Blenddauer, Wirkungsradius der Kälte. Fitness. Erstmal Sprintdauer vielleicht. Hm? Ich kann irgendwie zu langsam laufen. Nahkampfschaden? Nee. Nachladegeschwindigkeit wäre auch nicht übel. Wie die Pistole. Nein. Feuerrate. Ja, ich würde sagen, Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate. So. Hat zwar nicht sehr viel gebracht, aber immerhin besser als nichts. Ich glaube, der Rest wird alles zu teuer sein. Okay. War zwar nicht besonders, aber egal. Und sagt die noch irgendwas zu uns? Nicht? Dann eben nicht. Aber ich würde sagen, zeitmäßig passt's. Wir bleiben gleich hier und speichern. Und in der nächsten Folge werden wir den Aufzug entklemmen. Mann, hat das gedauert, diese dämliche Passage. Also, wir sehen uns. Tata!